zentralen Ort. Oder? Wie viel da? Eben auch teilweise planlos. Oder? So, ich habe jetzt Zeit, komme ich gerade rauf. Für mich persönlich ist der Sädel so etwas wie so ein bisschen eine Fortsetzung vom Sandkasten als Kind. Also. Also für mich gibt es keinen authentischeren Club als hier den Sädel. Nebst allem Schrott, was es heute gibt, gibt es natürlich enorm viel gutes Zeug, das man nicht kennt. Oder? Das kommt ja in den Mainstream-Medien gar nicht vor. Das ist vielleicht das letzte Rückzuggebiet von Luzern, eigentlich, finde ich, wo man noch ein bisschen daneben ziehen kann. Ein Kollege von mir hat es noch gut mal gesagt, wenn man mal einen Fuß im Sädel hat, bringt man ihn nie mehr raus. So ist es, glaube ich.